Willkommen zu diesem kleinen Tutorial zur AGM 65 Maverick. Eine Rakete, die sich hauptsächlich für die Bekämpfung von beweglichen Bodenzielen, wie zum Beispiel Panzern, Fahrzeugen, aber auch statischen Zielen, wie Gebäuden oder sogar Schiffen eignet. In diesem Beispiel werden wir eine Kolonne aus Panzern angreifen, wie sich das in vielen Missionen ja auch darstellt. Und ich zeige euch jetzt mal, was ihr dafür an Vorbereitungen treffen müsst, damit die Waffe auch für euch einsatzbereit ist. Ihr solltet nicht vergessen, die Waffe erstmal, nachdem ihr hier auf dem Textgewehr gelenkt seid, also das Flugzeug in den Air-to-Ground-Modus zu stellen. Dann seht ihr hier rechts, wir haben automatisch schon ausgewählt, je nach Beladung eures Flugzeugs, die AG-65 Bravo in diesem Fall. Das sind die Mavericks. Und ganz wichtig ist, dass ihr seht, dass hier auch schon steht Power On. Das bedeutet, dass die Waffe vor euch schon von der KI angeschaltet wurde. Wenn da Power aufsteht, ist die Waffe nutzlos. Die hat einen Suchkopf, der erst noch hochgefahren werden muss und eine bestimmte Zeit braucht, um sich zu kalibrieren und aufzuwärmen. So 2 bis 3 Minuten. Und wenn wir auf die Waffenseite wechseln, über die Maverick dann abgeschossen wird, dann seht ihr auch, dass da jetzt noch steht Not Timed Out. Wir sind gerade erst ins Flugzeug gekommen. Es wurde gerade erst der Knopf gedrückt, dieses Ding mit Energie zu versorgen. Und jetzt kann also die Waffe noch nicht benutzt werden. Und das ist ganz wichtig, dass ihr daran denkt, das zu tun, bevor ihr euch dem Einsatzgebiet nähert. Was einfach daran liegt, dass es euch nichts bringt, wenn ihr zwar im Zielgebiet seid, aber dann nichts tun könnt, weil ihr erst noch 3 Minuten warten müsst, bis die Suchköpfe von euren Mavericks sich auf Betriebstemperatur erwärmt und kalibriert haben. Da wir eine bewegliche Bodenkolonne angreifen werden, ist es auch sinnvoll, links das Radar, was schon weil wir im Air-to-Ground-Modus sind, auf das Bodenradar oder GM geschaltet wurde, auf den Modus GMT zu schalten, dass nur noch sich bewegende Ziele auf dem Boden anzeigt, also keine statischen Ziele wie Gebäude, was einfach dafür sorgt, dass ihr wirklich nur das seht, was ihr sehen sollt. Und nicht noch durch Gebäude oder was, die sich vielleicht im Zielgebiet befinden, abgelenkt werdet. Und ja, ich werde jetzt einfach mal abheben und wenn ich in der Luft bin, zeige ich euch, wie man die Mavericks dann im Endeffekt scharf bekommt und wirklich benutzt. Ja, wir sind in der Luft und befinden uns im Anflug auf den ersten Steerpoint, wie ihr hier seht, in der Karte Steerpoint 2. Links ist das Bodenradar nicht auf den Snowplow-Modus gestellt, also es scannt nicht vor euch, sondern im Bereich des Steerpoints, den ihr ausgewählt habt. Und ihr erkennt sie allein schon vom Flugplan erstens im Briefing, um welchen Flugplan es sich handelt, den ihr dann benutzen müsst, um anzugreifen. Oder ihr drückt halt einmal durch euren Flugplan durch, das auf S. Dann seht ihr, dass das Steerpoint 3 nicht mehr STPT ist, sondern TGT, das steht für Target. Dass sich also an diesem Steerpoint unser Ziel befindet. Und ihr seht, wenn ich jetzt zurückspringe, auch im HUD. Ja. Steerpoint 2. Steerpoint 3. Und dass sich außerdem das Radar links, wenn es sich nicht im Snowplow-Modus befindet, automatisch auf den Punkt zentriert, den ihr ausgewählt habt als Steerpoint. Also wenn ich jetzt auf Steerpoint 3 gehe, geht das Radar, ja, die maximale Reichweite ist 40 nautische Meilen. Der Steerpoint 3 ist 76 nautische Meilen entfernt, das heißt, wir sehen nichts. Aber wenn ich zurückgehe auf Steerpoint 2, der ist relativ nah dran, seht ihr, das Radar geht automatisch in den ordentlichen Zoom und hat automatisch den Fokus auf diesen Steerpoint. Und erst wenn ich jetzt TMS abdrücke, beziehungsweise in dem Modus kann ich sogar jetzt schon bewegen. Aber so das Kreuz schon mal automatisch auf den Steerpoint gelegt, sodass ihr eine Orientierung habt, wo ihr dann später nach den Panzern suchen müsst. Wenn ihr euch jetzt fragt, ich habe das Ding bewegt, wie komme ich jetzt zurück, dass das Ding wieder auf diesen Steerpoint zeigt? Einfach einmal hoch und wieder runter wechseln, also den Steerpoint nochmal anwählen und schon, ja, seid ihr wieder im Business. Zum Zeigen, wie die Maverick an sich funktioniert, gehe ich jetzt doch mal kurz in den Snowplow-Modus. Also damit einfach der Bereich vor mir gescannt wird. Und jetzt muss ich auch erst TMS abdrücken, damit diese Zeit hier unten eingeblendet wird. Damit ich anfangen kann, diesen Cursor zu bewegen, weil dann ist auch erst Boden stabilisiert. Ihr seht, der kommt jetzt auf mich zu. Das heißt, der Punkt am Boden, auf den ich den anvisiert habe, bleibt der Fokus. Und wenn ich TMS down drücke. Na? Na gut, im Snowplow-Modus muss ich wahrscheinlich ran und raus gehen. Dann geht diese Bodenstabilisierung wieder weg, die Zeit verschwindet und er bleibt einfach wieder in der Mitte vom HUD. So, zu den Mavericks. Wir sind auf der Waffenseite. Ihr seht, Not Timed Out ist verschwunden. Es ist aber auch nicht der Sensor of Interest, Not SOI. Und wir sehen nichts. Obwohl der Suchkopf aktiv ist, beziehungsweise aufgewärmt ist. Warum sehen wir nichts? Ja, zum einen, weil Master Arm noch nicht auf An ist. Wenn wir das tun, dann seht ihr, dass sich hier noch so ein kleiner Schriftzug hinzugefügt hat, und zwar Ready. Das zeigt uns an, dass die Waffe einsatzbereit ist. Wir sehen aber trotzdem nur einen schwarzen Bildschirm, weil relativ simpel, wir noch nicht
den Suchkopf von der Maverick uncaged haben oder freigeschaltet haben. Es ist im Prinzip genau wie bei der Sidewinder. Der Suchkopf einer jeden Maverick-Rakete ist erstmal limitiert und nicht aktiv. Und erst wenn ihr auf eure Tastatur auf U drückt, geht der Bildschirm an und zeigt euch auch euer Ziel an. Und das ist, wie gesagt, ein Infrarotsensor. Das heißt, es werden Ziele wahrscheinlich Blackout oder Whiteout angezeigt. Und jetzt sehen wir gerade noch nichts, weil, wie gesagt, der Sensor rechts ist automatisch, ihr seht es hier oben, da steht SLAV, geslaved auf die Position meines Suchkopfs vom Radar. Und das heißt, wenn ich jetzt im Radar anfangen würde, im Snowplow-Modus, den Suchkopf hin und her zu bewegen, dann seht ihr, dass sich auch rechts das Bild ändert. Ja, ich drehe links am Radar und rechts geht die Kamera von dem Sensor mit. Ah, da oben ist eine Landebahn. Das ist also kein weißer Kontakt, weil das da irgendwie heiß ist und ein Wohnziel wäre, sondern es ist einfach nur eine Landebahn. Wir sind auf 20.000 Fuß. Ich mache mal den Autopiloten an, auf Pitch Hold, also Höhe halten und Steering Select, dass er uns zum Steerplan lenkt. Und wir konzentrieren uns mal ein bisschen links auf das Radar. Ihr seht, wenn ihr jetzt rüber wechselt auf das andere Radar, ihr könnt den jetzt, wenn ich jetzt auf meiner, auf den Tastatur, auf den Pfeiltasten drücke, bewegt sich hier nichts hin und her, ja. Das ist auch in Ordnung so. Denn dieser Sensor rechts wird nur freigeschaltet zum Bewegen durch den Piloten, wenn ihr links im Radar was aufgeschaltet habt. Das heißt, ich gehe jetzt mal links ins Radar. Hier sind anscheinend ein paar bodenbewegende Ziele, die wir jetzt rechts nicht erkennen können, weil es wahrscheinlich einfach nur um kleine Fahrzeuge handelt, Jeeps oder sowas. Ich kann ja auch noch ranzoomen, wenn ich hier oben auf diesen FOV oder X-Knopf drücke. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das sind einfach wahrscheinlich sehr, sehr kleine Fahrzeuge. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dieses Ziel jetzt hier aufschalte, mit TMS ab, bringt automatisch der Sensor rechts auf den Bildschirm. Und ich kann hier anfangen, mit den Dingern, mit den Cursor-Tasten das Teil zu bewegen. Und ihr seht hier auch diesen Indexer rechts am Rand, wie ihr schon kennt. Das hier ist der Bereich, der auch im HUD angezeigt wird übrigens, wenn wir in der Nähe sind oder was aufgeschaltet haben, was wir jetzt noch nicht haben, ab der eure Waffe einsatzbereit ist und das hier ist quasi eure aktuelle Entfernung zum Ziel. Das heißt, wenn dieses Dreieck innerhalb dieser Klammer ist, könntet ihr feuern und was treffen. Wir sehen jetzt hier allerdings noch nichts und das bedeutet für uns, am besten einmal hier TMS Down drücken, damit das Ding wieder auf den Suchkopf vom Radar gestellt wird, weil wenn ich hier links was auswähle, ja, dann springt er rechts rüber und ich kann ihn hier bewegen. Wenn ich jetzt allerdings wieder nach links aufs Radar gehe, also DMS Down drücke, dann bewegt sich die Maverick nicht mehr mit, sondern bleibt da, wo ich sie eben hingestellt habe. Das heißt, nicht vergessen, wenn ihr das wieder auf euer Radar nehmen wollt, es nützt also auch nichts, wenn ich jetzt hier TMS abdrücke, hier wieder rüber gehen, TMS Down drücken, um den Suchkopf wieder zu slaven zum Radar. Und dann könnt ihr hier wieder bewegen und ja, kriegt Informationen über das, was ihr euch gerade anguckt. Ich mache mal den Snowplow-Modus wieder aus, weil wir uns jetzt innerhalb von 40 Meilen befinden vom Ziel. Und ich bremse mal auch mal ein bisschen ab, weil wir schon vor unserer Eskorte sind. Ich eigentlich nicht abgeschossen werden will. Aber ihr seht in unserem Zielgebiet. Und wie gesagt, falls ihr den Cursor jetzt hier bewegt und nicht mehr wisst, wo der Steerpoint ist, ihr könnt es entweder im HUD grob da drauf bewegen, weil ihr seht ja, wo der Radar-Cursor im HUD auch hinzeigt. Oder ihr drückt halt einfach den Steerpoint mal hin und her, dann geht automatisch auch der Cursor wieder auf den Punkt. So, wir haben in dem Bereich auch schon ein Wohnziel, was sich anscheinend bewegt, hier oben. Ich drücke jetzt hier mal auf die Expanded View, das heißt auf diesen Zoom-Modus, und dann sehen wir schon, es handelt sich da anscheinend um ein Cluster aus sich bewegenden Fahrzeugen, die wir jetzt einfach mal aufschalten können, also mit TMS ab, aufgeschaltet und im Lock. Der Fokus springt automatisch auf den rechten Bildschirm, da das Ganze aber noch so weit weg ist und weit außerhalb der Reichweite unserer Maverick, ihr seht das hier oben ist der Indexer, hier unten geht erst der Bereich los, wo wir angreifen können, also die effektive Reichweite liegt wahrscheinlich irgendwo bei 20 Meilen, wir sind hier noch gut bei 30 Meilen. Können wir auf dem Monitor noch nichts erkennen. Wir können uns aber schon mal eindrehen auf das, was wir da aktiviert haben. Dann würden wir wieder ausmachen. Dann seht ihr auch, der Steerpoint ist dieses gedrehte. Der Punkt, den wir angreifen oder gerade aufgeschaltet haben, ist das. Also die Ziele haben sich eindeutig wegbewegt. Und am besten macht ihr jetzt auch mal ein Declare, um sicherzugehen, dass es sich dabei wirklich um feindliche Ziele handelt, die ihr auf dem Radar aufgeschaltet habt. Also, Declare.
Serpent 5-1, Chalice 3, contact is a bogey. Contact is a bogey, das wollen wir hören. Das bedeutet, dass es sich dabei tatsächlich um ein feindliches Bonesy handelt. Und sobald wir jetzt hier rechts, ihr seht es an dem weißen Rahmen, das ist der aktive Sensor, ein Ziel erkennen würden, was leider, wie gesagt, bei der Waffe hier nicht ganz so einfach ist, weil der Zoom nicht so groß ist. So, wir nähern uns langsam dem Bereich, wo das Ganze interessant für uns wird. Machen wir hier den Snowplow-Modus an, um also wirklich zu sehen, was vor uns ist. Drücke rechts einmal DMS down. TMS down, Entschuldigung. Dann geht der Sensor automatisch wieder nach links. Drücke TMS ab. Und wir schauen einfach mal, ob wir sich am Boden wegen des Ziels sehen oder finden. Unser Steelpoint ist hier drüben. In dem Bereich müssen sich also die Bodenziele befinden. Und wie Sie sehen, sehen Sie auch Bodenziele. Hier. Wie gesagt, die weißen Punkte. Den Zoom aktivieren. Einzelne Fahrzeuge in einer Kolonne. Wir schalten hier einen auf, gucken rechts hin, machen am besten nochmal ein Declare, um sicher zu gehen. Zoomen rein. Und erkennen, dass wir noch keine Bodenfahrzeuge sehen, weil wir eventuell noch zu weit weg sind. Wir sind ja auch noch nicht im Bereich der zulässigen Reichweite. Die Höhe im Auge behalten, ich bin gerade gesunken, das ist eigentlich nicht ideal. Wir sollten schon auf 20.000 Fuß bleiben. Gucken mal kurz auf das RWR, was hier so rumpiept. Nur ein Searchradar, AAA links von uns, also Vorsicht. Aber keine Luftkontakte anscheinend, die uns gerade mit dem Radar anpingen. Suchen mal ein bisschen, ob wir hier vielleicht schon was erkennen können. Ah, hier unten, da bewegt sich was. Schalten das auf. Mit einem TMS ab, wenn wir in Reichweite sind. Das heißt, wir müssen eventuell noch ein bisschen drauf zufliegen. Ab und an immer mal periodisch TMS abdrücken, damit der Sensor irgendwann die Chance hat, das Ganze aufzuschalten. Scheint noch zu weit weg. Drehen es noch ein bisschen nach rechts ein. So, jetzt fliegen wir genau darauf zu. Jetzt hat er es aufgeschaltet. Also, ihr seht es auch, immer hat den Indexer, wie ihr ihn schon kennt. Ja, unsere Entfernung. Die Klammer, die uns anzeigt, ab wann wir schießen können, wahrscheinlich hier in 28 Sekunden. Zeit genug, nochmal fix ein Declare zu machen. Um sicherzustellen, dass wir wirklich Feinde anvisiert haben, richten uns auf das Ziel auf. Ah, wir haben es anscheinend gerade aus dem Dock verloren. Okay, gucken wir nochmal, wo es hin ist. Da unten. Und rechts. Ah, wir haben den Radarlock verloren, deswegen. So. Da ist er. Wir sind schon in Reichweite, das heißt, wir können schießen. Was wir jetzt auch tun. Rifle. Nächste mit U uncagen. Das nächste Ziel auswählen. Also einmal ein DMS down. Nächstes Ziel anwählen. Schießen. U drücken. Nächstes Ziel anwählen, falls wir noch eins finden. Es handelt sich hierbei um eine sehr kleine Kolonne. Ah, im Auge behalten, dass wir nicht so viel sinken. Wie gesagt, immer ein bisschen tricky. Aber so funktioniert das Ganze mit den Mavericks. Aufschalten über das Radar. Es ist aber auch nicht wichtig, ob ihr wirklich was aufschaltet auf dem Radar oder ob ihr es nur Boden stabilisiert. Hauptsache, ihr drückt auf dem Radar einmal auf TMS ab, sodass dieser Fokus automatisch auf den rechten Bildschirm springt. Und falls ihr, wie gesagt, das Radar resetten wollt, einfach Snowplow an- und ausmachen. Könnt ihr hier wieder ganz normal hin und her schieben. Und nach jedem Abschuss übrigens bricht automatisch die Maverick den Lock zum Ziel ab. Und ihr könnt wieder anfangen, dann ein neues zu suchen. Ich gehe jetzt wieder auf den normalen Modus, wo wir den Steering Point aktiv haben. Wie sie ihn im hat, der Steering Point befindet sich hinter uns. 150 Grad links, hier oben seht ihr auch mal eine genaue Angabe, am besten der Linkskurve fliegen also. Wir gehen ein bisschen nach oben, fliegen die Linkskurve, um wieder ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Wir sind auf 15.000, das kann gefährlich werden, wenn AAA im Zielgebiet ist, zum Beispiel Shikas oder sowas. Wenn man sie identifizieren kann, übrigens in der Kolonne, wäre es auch sinnvoll, solche Sachen anzugreifen. Ja, also als erstes Shikas und so, damit man nicht die Panzer wegfeuert, aber dann von der nächsten Shika vom Himmel gerotzt wird. 70 Grad noch, 60 Grad. Wir sehen es ja auch im... Ah, hier sind wir. Was haben wir? Diverse Zielkontakte. Wir zoomen mal wieder rein.
indem wir hier oben auf diesen Knopf drücken. Expanded. Schalten wir es auf. Gehen nach rechts. Gucken mal, worum es sich dabei handelt, wenn wir schon was sehen können. Ja, da fährt eindeutig was. Jetzt zoomen wieder rein. Schalten das Ziel auf. Machen ein Declare. Chalice 3, Serpent 5-1, Declare. Gucken auf den Indexer. Serpent 5-1, Chalice 3, Contact is a bogey. Contact is a bogey, also frei zum Schuss. Wir schießen, drücken U. Zoomen wieder ein bisschen rein, leider verliert ihr den Zoom immer. Wählen das nächste Ziel aus. Schießen, drücken U, wählen das nächste Ziel aus. Schießen, drücken U. Ah, hier oben sind zwei Ziele ineinander, das heißt, wir greifen einfach mal den anderen an. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt hat sich nämlich gerade der Radarlock verabschiedet. Das heißt, wir drücken einmal DMS down und sind wieder da. Schießen und haben alle unsere Magnums verschossen. Gucken wir einfach mal, was passiert. Sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Was treffen wir? Naja, anscheinend ein Jeep. Gut. Bam. Und eine fliegt noch. Ja, die geht anscheinend daneben, weil wir zweimal das gleiche Ziel angegriffen haben. Damit muss man dann leben, wenn man so ein bisschen die Orientierung verliert. Aber alle unsere Mavericks sind verschossen worden. Wir haben im Prinzip unsere Aufgabe erfüllt. Falls wir noch Klassebomben an Bord hätten, könnten wir die jetzt auch noch abschmeißen. Und dann heißt es ATB.